Auf einem der Telegram-Kanäle, die ich abonniert habe, fiel mir ein Bild ins Auge. Einfach so, ohne Beschreibung oder Erklärung. Und es machte mich neugierig. Aber seht es euch einmal ganz in Ruhe selbst an. Ein Baby sollte innerhalb einer Stunde die Entwicklung von 12 Monaten erleben? Ganz schön gruselig. Und natürlich wollte ich wissen, was dahinter steckt. Nach kurzer Suche fand ich heraus, dass dieses Bild aus einem Film aus dem Jahre 1901 stammt. Ob es sich hierbei um einen der ersten Science-Fiction-Filme handelt, wie es im Internet hier und da heißt, oder um eine Verspottung, kann ich nicht sagen. Ich vermute aber stark, dass die Grundlage dafür bei Martin Cooney liegt. Nun fragt ihr euch vermutlich, wer Martin Cooney denn ist und was er mit einem Inkubator zu tun hat. Genau das werdet ihr im Nachfolgenden erfahren und ihr werdet überrascht sein, was ich zu erzählen habe. Brutkästen oder auch Inkubatoren gehören heute zur ganz normalen Grundausstattung auf neugeborenen Stationen. Aber bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatten zu früh geborene Babys kaum eine Chance zu überleben. Als der Kinderarzt Étienne-Stéphane Tarnier 1878 in Paris eine Ausstellung für Brutkästen für Vögel besuchte, überlegte er, weshalb die Wärme in den Brutkästen nicht auch Babys helfen könnten, die zu früh auf die Welt kamen. Und so gab er den Bau eines solchen Brutkastens in Auftrag, den der Techniker eines Zoos innerhalb einiger Wochen ausführte. Am 9. April 1880 wurde für diesen inzwischen etwas weiterentwickelten Brutkasten Patent angemeldet. Allerdings war es zur damaligen Zeit so, dass zu früh geborene Babys als schwächlich angesehen wurden und ihr Tod eher als Erlösung galt, und so fand man in einem Krankenhaus nur sehr selten einen Brutkasten. Dazu kam das finanzielle Problem. Würde man die damaligen Kosten für einen Brutkasten auf heute umlegen, wären dies pro Tag etwa 360 Euro gewesen. Mangels staatlicher Unterstützung hätten die Eltern die Kosten alleine tragen müssen. Und das war den meisten einfach nicht möglich. Und nun kommt eben jener Martin Cooney ins Spiel, von dem ich am Anfang gesprochen hatte. Denn er wollte es nicht hinnehmen, dass es inzwischen zwar die Möglichkeit gab, zu früh geborene Babys zu retten, aber kein Krankenhaus dazu bereit war, diese Brutkästen auch einzusetzen. Seine Idee war verrückt. Auf der Gewerbeausstellung 1896 in Berlin, die heute als sogenannte Verhinderte Weltausstellung gilt, stellte er unter dem Namen die Kinderbrutanstalt die ersten Brutkästen aus. Und das nicht einfach leer, sondern mit Babys, die ums Überleben kämpften. Indem er sich die makabre Neugier der Menschen zunutze machte, mit der all das bestaunt wird, was anders, seltsam oder grausig erscheint, konnte er den Unterhalt der Brutkästen finanzieren. In den sogenannten Sideshows, eine Art Nischenausstellungen, traten damals Menschen auf, deren Körper verstümmelt oder deformiert waren und die sich gegen Eintritt begaffen ließen. Das war natürlich moralisch scheußlich, aber begafft wurden die Menschen sowieso, also warum damit kein Geld verdienen?
und mit derselben Schaulust kamen dann auch die Besucher in Scharen, um sich die winzigen Babys in den Brutkästen anzusehen. Im Jahr 1903 ließ sich Kuni dann, nachdem er zunächst an weiteren Ausstellungen teilgenommen hatte, mit seinen Brutkästen im Vergnügungspark Luna Park auf Coney Island in den USA nieder. Für 25 Cent, was auf heute umgerechnet etwa 6,80 Euro entsprechen würde, konnten die Menschen also nun die viel zu kleinen Babys begaffen und die Ausstellung wurde zu der meistbesuchten Attraktion des Jahrmarktes. Und diese Ausstellung bestand volle 40 Jahre, bis ins Jahr 1943. Von den Medizinern wurde Kuni als Scharlatan verachtet. Aber die Babys wurden in all den Jahren von ausgebildeten Krankenschwestern betreut und gepflegt. Und so rettete Kuni in diesen 40 Jahren etwa 6.500 Babys, die sonst keine Chance gehabt hätten. Und er erreichte das, was er sich immer gewünscht hatte. Durch seine Ausstellungen und die Tatsache, dass er mit seinen Brutkästen tausende Babys gerettet hatte, waren die Chefetagen der Krankenhäuser endlich von der Wirksamkeit der Brutkästen überzeugt. Und so wurde Kunis Traum der staatlich finanzierten Inkubatoren endlich wahr geworden.